Kreuz. Bevor es losgeht, wieder. Selber erstmal gucken. So sieht's denn aus. Mit der Kamera. So. Hallo und herzlich willkommen zurück im Stream. Wir spielen weiter South Park. Easy peasy. So, mit O. So, let's go. Das Hauspark geht weiter. So, ich muss ja noch, warte mal, einen Augenblick. Ich muss ja noch die Kamera noch ändern. Weil ich ja gestern noch ein Battlefield mit Thomas gespielt habe, ist die Kamera natürlich jetzt wieder anders. Zack. Meine Güte. Erweiterte Einstellung, bla bla bla. Zack. Unten rechts war das. Breit. Und einmal drehen. Genau. Fertig, fertig, fertig. Wir sind wieder da. So. Kann es jetzt endlich losgehen? Nochmal jetzt. Hallo und herzlich willkommen. Es geht weiter. Check this out. Spielen. Fortsetzen. Schnell einen Schluck vom besten Smoothie ever. Der sieht zwar eigentlich aus, weil er grün ist, aber ist wirklich der beste. Mega geil. Ich kann gleich erst weiterschauen. Bis gleich. Ach, Nossi, ja. Ich weiß, du bist gerade beim Arzt. Hey, Bitch. Connor ist ein Mann der Arbeiterschicht. So wie du aussiehst, ist er damit auch dein Kandidat. Autsch, Arschloch. Ey, was, Junge? Ich sollte dich übers Knie legen. Oh. Blöde Bitch. Bitch, Bitch, Bitch. Das kann ich nicht betätigen, ne? Weil ich das nicht machen darf. Aber wieso kann ich das denn trotzdem nicht betätigen, dass es denn da ist halt? So. Huch. Oh Mensch, geh doch hier lang. So, jetzt verkloppen wir es mal. Oh, alles 700, der 6. Ich finde euch schon noch, Mizi! Hey Mann, wo ist Jasper? Weiß nicht. Ich habe ihn seit 3 Tagen nicht gesehen. Ist denn Schwierigkeiten? Sollten wir es seinen Eltern sagen? Nein, Mann. Nein, Eltern Junge. Sind dumm. Wahrscheinlich schon. Kartmann kann ich nicht nehmen. Der steht nicht zur Verfügung, aber ist auch nicht so wild. Captain Diabetes. Lässt sie erstmal so. Schaut ja nur Pornos. Nee, nee, nee. So, ja. Ich starte einfach mal. Das wird so 5 bis 10 Minuten dauern.
Quatsch. Los geht's, Neuer! Bam, Junge! Bitch! Ich fühle mich so schwer! Ja, wahrscheinlich, weil du so fest bist. Der Viertklassmüll muss mal rausgebracht werden! Mikroaggression! Schlag ihn! Bitch! Dann mal los! Bing, 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 bing! Ja, Mann! Ich bin jetzt dran! Was, Junge? Ohne zu zucken, Respekt! Ja. Call Girl ist online! Ich könnte das glatt liken. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Oha. Ich komme mir schwachteln. Naja, kotz sie aus, Junge. Fühlt den Zorn von Human Kite! Ein Vierklässler mit einem Drachen. Ja, machen wir sie platt! Ja, Mann. Los, mein Arsch! Wunderarsch, gibt ihnen Saures. Nehmt eure Medizin, Zwerge! Ach. Pass auf, das sieht nicht gut aus. Mein Werkzeug ist bereit. Du pissst mich nicht an hier, Wichse. Jetzt bin ich aber mal dran, Leute. Hey, ja! Sag Gerechtigkeit! Schönes Lichtkind-Troll. Langsam wird's kalt, sich zu ergeben. Piu, piu. Kleiner Rückschlag. Bam, du Pisse. Für die Freiheit und die Perls. Ach, Spielplatz, du Trottel. Junge, ich weiß, was deine Aufgabe ist. Ich sag, das ist Spielplatz, du Trottel. Ja, ich geh doch zu deinen Rätseln. Aber lass mich erstmal hier ein bisschen checken. Hier war ich denn gar nicht, ey. Heldenhafte Narbe. Obergeil. Das ist ein Klack für Captain Diabetes. Hab ins Gesicht gefurzt. Stimmt nicht mit dir. Oh. Guck mal. Der Maul. Wie kann ich sie einfangen?
natürlich. Ha. Big Gay Bono, Junge. Diabetes! Na Junge, ihr! Diabetes, Schmetterschlag! Ja. Bis später! Schau mal, was hier so abgeht. Diese neuen Freedom Pearls klingen wie ein äußerst fähiges Superhelden-Team. Hoppala! Vorsicht! Ich garantiere dir unbegrenztes Volumen im Digital-Head! Bleib hier! Diese Demo-Mobile-Angebote gelten nur für begrenzte Zeit! Gib die Schuld an Netzbetreiber, nicht den Kriegsmenschen! Oh, gegen die Kriegsmenschen nochmal kämpfen und dann werde ich mal... Wie demontieren wir? So ein Dings. Du bist dran, Neuer! Bam, ja. Voll auf die Kacke! Bin ich. Oh, der Schrauber! Bam! Ja! Du bist geschickt mit deinen Händen, Stan. Danke, Callgirl. Na, muss die Mobile-Nummer bitte? Das packst du, Wunderarsch. Ich hab 5 Balken und einen vollen Akku. Los geht's! Bam. Du hast deine Fotos gesichert. Los, Mel, spoil nicht unsere Vertragsbedingungen. Pew, pew, Kylo. Sie will schmecken, die Menschen können. Lass Wunderarsch in Ruhe, du Versager. Diese Kotze war für meine Brut gedacht. Du kriegst das hin! Achso, ich bin. Ich bin im Arsch! Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung! Feuer frei! Bam! Erledigt! Okay, dann werde ich mal... durchziehen. Oh! Erinnerst du die 120 Sterne zum Sammeln in Super Mario 64? Oh, ich erinnere. Ja, erinnerst du? Erinnerst du Chun-Lis Schiff? So, dann zieh ich mal durch.
Kommt her, Mezis. Hier, Mez, Mez. Hau ab, Junge. Was ist los? Hast du dich eingeschissen? Geh mal Windeln wechseln. Nein, du kannst mal dein Maul halten. So, ach. Da hinten ist der Spielplatz. Oh! Ninja Sense tingling. I shot in my ninja stuff for nothing. Hey, ich stelle hier unsere großzügigen Tarife fürs Datenvolumen vor. Schatz ist da! Ja, Mann. Ja, Mann. Ab, Kette! Geht doch! Nee. Finde 40. Was, wie viel gibt's denn davon? Meine Güte, ey. Das ist doch der furzende Selbstjustizler. Schönes Foto von ihm gemacht, Junge. So, Abfahrt. Ach, da ist schon wieder die Linie. Fight now! I shot in my ninja stuff for nothing! Delta, komm dringend unter! Piss dich. Fight or we don't get paid! Da kann ich ja nicht durch, das ist so doof. Wie komme ich hinten durch?
Sehr schön. Nein, ich gehe auch einen Umweg, ne? Naja. Der Held wird all deine Mietzis finden, Schätzchen. Es fehlen immer noch ein paar von meinen Mietzis. Hast du noch welche gesehen? Ach, deine scheiß dreckigen Mistkatzen, ey. Kannst du meine Kätzchen suchen? Ohne sie habe ich einfach überhaupt keine Lust auf gar nichts. Du halt dein Maul. So. Ha! Oh! Wie hast du mein Rätsel gelöst? Du bist so schlau, da werde ich richtig neidisch. Gut, siehst du die Frau da? Red mit ihr. Ach so. Mach ein Selfie mit ihr. Mach schon. Es tut mir leid. Er hätte auf meine Veranda gekackt. Was sollte ich denn tun? Wir haben eben die Veranda gereinigt. Ich musste gehorchen. Das sollte reichen. Tut mir leid, jetzt habe ich, was ich brauche. Mach's gut. Ich bin nicht wütend auf meine Eltern. Neues, ich hab ihn. Alle seine Nachrichten kamen aus dem Gemeindezentrum. Ihr habt sie gehört, Freedom Pals. Los zum Gemeindezentrum! Okay, Junge. Abfahrt. Auch Schnellreise nehmen. Wo ist denn die nächste Schnellreise? Oh. Moin, Bitches. Wer bietet dem Chaos die Stirn? Niemand! Hau ab. Das Chaos ist stärker als du. Das Chaos kann ich mal am Arsch lecken. Achso. Jetzt kann ich es wieder nutzen. Ist es Zeit für Blitzkrieg? Blitzkrieg. Yeah. Bau keine Bruchlandung. Nein, alles gut, Mann. Wir sehen uns. Bis gleich, Junge. Ah. Was geht? Wo sind die anderen? Egal, wir haben keine Zeit. Schnappen wir uns diesen fetten Scheißhaufen. Okay, eins, zwei, drei. Oh mein Gott, seht mal! Sieh an, sieh an! Die Freedom Pearls und ihr neuester Rekrut. Was hast du mit Wunderarschs Eltern gemacht, Fettarsch? Noch nichts. Aber wenn ich erstmal mit euch fertig bin, wer weiß, was dann? Du treibst es so weit. Wir machen dem ein Ende. Das Einzige, das hier ein Ende findet, bist du, Miss Tyrion. Wir wollen nicht kämpfen, Cartman. Jetzt nimm deine blöde Hand runter und lass die Spielchen. Wir müssen ihn aufhalten. Er hat die ganzen Follower vom Neuen. Auch mit ihrer Hilfe hältst du mich nicht auf, Kuhn. Das werden wir ja sehen, Wichser. Okay, Cartman. Sollen wir mit Connor für dich umlegen? Wir machen das Arschloch kalt. Das ist schon mal.
Oh, das ist scheiße. Alles klar. Ihr könnt Mitch Connor aufhalten, Jungs, aber trefft nicht mich. Sorry, dass deine Eltern entführt wurden. Als Entführungsopfer kann ich das total verstehen. Bam, Junge. Scheiße, ich hab gedacht, du hältst zu mir. Sogar der Neue lässt dich im Stich, Kuhn. Für wie dumm hältst du uns eigentlich, Eric? Du bist so nervtötend, Korgel. Au, Mitch Connor ist da drüben. Verdammt, Kuhn, hör auf mit dem Scheiß! Ich bin nur eine unschuldige Geisel. Ich mach das! Danke, Mann! Ich hab ein gutes... Kriegst du das auch nicht auf die Fresse, Katman? Bam! Alter Arsch, sie ziehen die von Welt aus. Los, Wunderarsch! Au! Oh, bleib locker, Arschlord. Ich will auch deine Eltern finden. Sag uns einfach, wo Wunderarschs Eltern sind. Niemals! Freunde wirken irgendwie nicht mehr so freundlich. Halt's Maul, Connor. Ja, ja. Sag Cheese. Bam. Warum greifst du mich an? Bereit machen für fieses Blinzeln. Pew, pew. Bam. Ja, wie deine ehemaligen Kameraden dir gegenüber sind. Du bist doch arschig zu ihnen. Aus dem Weg, Kuhn, Freunde. Daddy ist da. Ihr Superhelden blutet ja so schnell. Spar dir dein... Davon wirst du elektrisiert. Ach, ernsthaft, Alter? Au! Mitch ist ein zäher Brocken, oder? Oh, und du frierst. Hey, das ist unfair! Hau sie weg, Neuer! Jetzt gibt's auf die Fresse. GG, Leute! GG. Wow, Leute, ihr habt Mitch Connor besiegt. Mitch Connor, Junge. Wo sind Wunderarschs Eltern? Das erfahrt ihr nie. Nein, Connor! Scheiße, er ist weg. Kommt, schütten wir das fette Stück Scheiße zur Basis. Wen meinst du, Jugendkeit? Cartman wird nur auspacken, wenn wir ihn foltern. Manchmal ist Folter die einzige Lösung. Ihr wollt mich foltern? Warum? Alle Mann zur Freedom Pass Basis. Den Wichser quetschen wir aus. Was labert ihr? Ich bin's, der Kuhn. Was? Kann ich mich eigentlich... Verdammt. Achso, nee. Bin jetzt eigentlich voll, ne? Was ist das Schwächste? B 54. Ich weiß, was viel mehr bringt. Herunter, um so
Hier noch 90er. 730. Dann habe ich hier noch 72. Kann ich die 89 nehmen? Assistant. Gut. Kann ich doch noch mal heftiger crossen. Die 80 weg. Habe ich nicht eben gerade was gemacht, was höher ist? Oder wofür war das gedacht? Scheiß drauf. Gut, erstmal weiter. Kehre zum Hauptquartier der Friedenpals. Aber ich kann ja erstmal zu den Typen hier hoch. Mach das alles schön in Ruhe. Ne, alt ja alles nicht. Jetzt nochmal ins Polizeirevier. Was bist du denn, ein New Yorker Moderedakteur? Geh schon durch. Das erste war nichts? Den habe ich ja schon. Wir sollen also jetzt Menschen aller Rassen und Glaubensrichtungen wegsperren? na gut. Ich auch schon. Oh, ich bin mein Kurzzeitgedächtnis. Hallo, da ist ja mein kleiner Held. Hast du alle meine Fotos aufgehängt? Ja, Mann. Noch nichts gehört, aber es ist bestimmt nur eine Frage der Zeit, bis diese Schauspielagenten anrufen. Hier, ich wollte dir ja zeigen, was in meiner untersten Schublade ist. Also hier. Yay. Mach lieber ein Selfie mit mir, bevor ich zu berühmt bin. Wir sehen uns dann im Netz. Ja klar, Spasti. So. Kann ich mich jetzt nochmal stärker machen? Ich
Scheiß drauf. Hau rein, Junge. Na, Dämonenkiller? Das ist eine Kirche. Würde ich nochmal reinschauen, endlich mal. Konnte ich da nicht irgendwo noch nicht rein? Gut, noch ein Selfie. Das würde Jesus wohl auch tun. Nö, wir haben schon eins. Wo steht denn hier? Knie nieder. Vor dem Herrn. Gott, die Musik ist echt kirre hier. Hab ich die schon? Ja. Oh, ich erinnere. Absala. Oh ne, verpiss dich, Junge. Tasche habe ich schon. Als Maul, Junge. So. Ich will eigentlich nur fix den. Diese neuen Freedom Pearls klingen wie ein äußerst fähiges Superhelden-Team. Du kannst mal deine Schnauze halten. Du kannst dich verpissen. Wir versklaven dich ein andermal, Kunde. Morgen zum Beispiel. Alter. Eis. Aha, hier. Gut, Wunderarsch. Du hast alle Schnellreisestationen. Genieß die unglaubliche Bequemlichkeit von Schnellreifen überall hin. Jetzt hab ich alle. Das ist ja geil. Wohin des Wegs? Gute Frage. Im Hauptquartier. Da oben. Jetzt hab ich auch alle frei. Jetzt kann ich überall hin. Ich werd langsam ein bisschen frisch hier. Das ist scheiße. So, komm mit, Junge. Muss auch. Oh ja. Du musst uns helfen, den Kuhn in der Basis der Freedom Pearls zu foltern. Klar, kein Ding. Nix leichter als das. Habe ich hier hinten endlich
Hier war ja nichts weiter, ne? Ich geh nochmal oben in der Bude gucken. Ob da irgendwo was war, wo ich noch nicht rankam, weil ich noch die Fähigkeiten dazu noch gar nicht hatte. Oh, weiß ich nämlich noch gar nicht. Also gerade gar nicht. Also hier ist alles gelootet. Gut, dass ich nicht mal geguckt habe. Das sah so unscheinbar aus. Hier ist nichts weiter. Gut, dann geht's jetzt runter. Was ist los mit euch? Ich bin nicht der Feind. Du wirst reden, Cartman. Du musst Cartman zum Reden bringen. Was? Ja. Was willst du damit machen? Ihr verschwendet eure Zeit. Folter bringt nichts beim Kuhn, erinnert ihr euch? Ich soll dir also beim Essen zuschauen? Ich hab keine Angst. Tintenfisch, ich mag ja Lachs lieber. Seht ihr? Macht mir gar nicht. Fertig sein. Hier, jetzt hau doch jetzt mal. Das ist so schwach. Ach, scheiße. Nein, kein Problem. Ich pfeife mir diese Fürze rein. Jam, jam, jam. Du gibst erstmal Leute, könnten wir zum Ende kommen? Ah, nein, nein, nein. Nö, macht mir gar nichts aus. Noch ein. Oh Mann, das war's dann wohl, hä? Kommt jemand an den Knoten ran? Ist das ein räudiger, ich nehme den Spargel. Der Spargel könnte mit Kotze sogar besser schmecken. Oh, das ist echt ekelhaft, Leute. Ihr könnt gleich aufgeben. Wir sind mit... Wartet, Leute. Oh Gott, oh, die Katzen. Was für Katzen? Ja, genau. Connor, die Fürze haben was bei mir gezündet. Er will die Katzen irgendwie stärker machen. Ich wechsle ja, schnell. Ja, genau. Er will die Katzen irgendwie genetisch verändern. Das geht, Labor. Hat da Mephisto. Ja, das muss es sein. Du Bin siehst weder da. Wie ein Junge aus, noch wie ein Mädchen. Du bist wie Prinz. Hey! Oh yeah, baby. So, haben wir eigentlich schon? Sehr schön. Timmy, du musst auch. Unsere Freundschaft ist in den sozialen Medien verewigt. Willkommen bei dem Freedom Pals. Danke. Der Weiberlook ist eigentlich seit den 80ern total out, aber Wunderarsch steht's irgendwie. Ja, klar. Woohoo! Token Black. Was das heißt auch? Black mit Nachname. So, wo ist Tweak? Wo ist Tweak, Junge? Ach, hier. Komm, Alter. Woohoo!
Du erinnerst mich an meine Schwester. Ich habe so einen Kleid. Drang, dich zu beschützen. Mach ein paar Filter drauf, da sehen wir cooler aus. Meinst du? Die haben wir schon, ne? Oh ne, Callgirl. Cool. Ich glaube, das mit den Krebsen ist noch nicht vorbei. Badass. Das sieht toll aus. Ich hab, glaube ich, mit allen noch gar nicht, ne? Scott. Das ist Scott, Jimmy. Klasse. Gleich nochmal. Habe ich mit dir noch keins? Doch, doch. Oh klar, du willst jetzt was in den sozialen Medien posten, gut. Ach, wir haben schon. Für einen Jungen bist du irgendwie ziemlich weiblich. Klar, wir sind doch ein gutes Team. Stan Marsh. Nice. Okay. Da oben geht's hin. Bitch. So nicht, Alter. Hey. Sonst nichts, ne? Ich gehe aber noch mal nach. Muss ich dir ein paar Manieren beibringen? Nee, aber ich kann dir welche beibringen. Junge, Junge, Junge. Wer bietet dem Chaos die Stirn? Niemand! Halt's Maul. Hier regiert Chaos! Ja, Bitch! Bitch dich selber, ey. Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. Mhm. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Es ist echt super von dir, dass du den Jungs beistehst. Hätte ich ihn die ganze Zeit einfach nur... Ist das behindert? Die ganze Zeit eigentlich nur ihn quatschen müssen? Kurz. Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. Tut mir leid. Ich mache mir zu viele Sorgen wegen Tweak. Glaubst du, ihm geht's gut? Werde ich jetzt nochmal zu Butters. Kann ich von Nutz behilflich sein? Behilflich sein, ja, na klar. Fantastisch! So, so, so und so. Bitteschön. Danke, Alter. Nein.
Danke. Wunderarsch ist hier. Sehen Sie, da ist er. Danke, dass du gekommen bist. Ah, diese Person soll also mit unterzeichnen? Richtig, ich habe ein paar Lakaien angestellt, die mit mir die Stadt zerstören sollen. Aber mein Plan ging in die Binsen und deshalb kann ich sie im Augenblick nicht bezahlen. Was wir tun können, ist eine GmbH für sie einrichten, die ein Geldmarktkonto eröffnet, für das ihr Freund sein Haus an eine Übersee-Investmentfirma verpfändet. Und futsch! Futsch? Das Haus ihres Freundes ist futsch, gehört einer Firma in Hongkong. Danke, schönen Tag noch. Aber ich wollte nur meine Lakaien bezahlen und nicht meinem Freund das Haus kosten. Ja, Sie kennen sich nicht gut mit dem Wirtschaftskram aus. Will Ihr Freund mal? Ja, spiel du, Neuer. Lirum larum, Löffelstiel. Wer nicht wagt, gewinnt nicht viel. Jetzt du. Tessa Entlück und Dreh am Rad. Erhalte Boni, um Geld zu verdienen. Und eine ökonomische Klasse aufzusteigen. Ohne bankrott zu gehen. Ja. Sie dreht sich. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Erreiche dein Klassenaufstiegsziel und steige auf die nächste Ökonomiestufe. Gehst du bankrott, steigst du ab. Tausche bankrott gegen Geld. Oh Mist, was passiert jetzt? Sojaterminwaren. Agiles Investmentbonus. Verdreifache den Wert deines nächsten Felds. Oh Mist, was passiert jetzt? Risiko. Bankrott. Dein ganzes Portfolio verloren. Willkommen in der Armut. Weg ist es. Sie dreht sich. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Immobilien! Wir sind Slumlords! Steuerzahler-Rettungsschirmbonus. Wenn du auf Bankrott landest, müssen die Steuerzahler für dich einspringen. Oh Mist, was passiert jetzt? Und Tech-Aktien. Insider-Trading-Bonus. Oh yeah. Setzt du ihn vor dem Dreh ein, kannst du das Rad sofort anhalten. Keine Niete, keine Niete! Auf Gold gestoßen. Gold for Cash Bonus. Alle Bankrottfelder werden zu Gold. Oh, Gold for Cash. Mach den Bankrott zu Gold. Das Rad sagt Indexfonds. Leerverkaufbonus. Tausche diesen Zug Bankrott und Investments. Riskant. Ja, benutzt den Bonus. Oh nein. Das geht in die Hose. Du hast es geschafft. Alter. Ja, Junge. Glücksspiel. Macht wir überhaupt haben nichts richtig. Diese Kinder haben ein Darlehen über $80,000 erhalten, um Lakaienarbeitern ihre Löhne zahlen zu können. Auch sie können gewinnen. Versuchen Sie es einfach. Hier ist euer Scheck. Wow, vielen Dank. Du hast das echt gut drauf. Komm, bring mir das zu meinen Lakaien. Sorry, aber mit jemand mit deinem Einkommen lasse ich mich nicht in den sozialen Medien blicken. Denk an die Zukunft, Sportsfreund. Keiner weiß, wann die Furzblase platzt. Ich würde es ja machen, aber ich will nichts posten, solange es Craig so schlecht geht. Ach so. Gut, Abfahrt. Da sind sie, die Arschlochkinder, die die Einwanderer eingestellt haben. Ja, sie haben Kredit aufgenommen, um sie zu bezahlen. Das heißt, sie klauen unsere Job. Nein, oh. Moment,
Ich dachte, wir wären sauer wegen ihrer Geschlechterwahl und ihrer Sexualität und so. Nein, das sind die anderen Typen. Wir wollen nur unsere Jobs zurück. Oh, dann holen wir die Jobs zurück und verspotten sie für ihre Art der Identitätsfindung. Spaß, ey. Kommt, Jungs, gehen. Zeigen wir Ihnen ein paar amerikanische Lakaien. Apropos Lakaien. Er nimmt unseren Lakaienjob weg. Und hier hat ohne Hopp. Mach sie fertig, Saftsack! Feind erledigt! Bam! Was hast du mit denen gemacht, Fulasch? Amerika wurde von Amerikanern, nicht von Lakaien erschaffen. Mikroaggression. Schlag ihn. Ja. Mein Werkzeug ist bereit. Laserbohrer. Bam. Ich darf nie mit Netzwerkzeugen spielen. Gleich riecht's hier verbrannt. Wie kriegst du das, Junge? Mexikaner, du. Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Das war wohl 1A Chaos. Ja, Mann. Du schaffst das! Ja. Nein. Ich komm mir vor, als hätte ich einen Bleiarsch. Au, riecht verbrannt. Sieg! Und los geht's! Easy. Ich habe echt ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht genug Lakaienjobs für die habe. Aber nochmal danke. Wer weiß, vielleicht könnten wir unsere eigene Liga der fiesen Superbösewichte. Wäre doch cool. Tschüss. Easy. Chill mal, Alter. Chill du mal, Junge. Ich wollte auf der Karte. Was ist denn das hier? Achso. Ah ja. Der schnellste in der Stadt. Da. Fantastisch! Slug vom Smoothie. Bitteschön. Alles klar.
hoch? Da geht's nicht lang. Hier muss ich lang. Das ist, glaube ich, falsch, ne? Wo ich jetzt lang gehe. Könnte falsch sein. Achso. Okay, Wunderarsch ist da. Los, Wunderarsch! Kann ich euch helfen? Ja, hi, wir haben die Führung gebucht. Ah ja, die Nachttour, oder? Ja, wir sind ein bisschen früh. Tja, aus Sicherheitsgründen werden Führungen nur von 10 bis 12 Uhr nachts angeboten. Damit das Ganze gruseliger wird? Das Warten lohnt sich jedenfalls. Bis heute Abend. Scheiße, und was machen wir jetzt? Wir müssen wohl warten und dürfen nicht zulassen, dass irgendwer durch dieses Tor geht. Ja, wir sollten ja einfach bis 10 warten. Und wie lange ist das noch? Ungefähr 6 Stunden. Okay, 6 Stunden, dann kann's losgehen. Wie lang noch? Immer noch, etwa 6 Stunden. Okay, cool. Das wird so super. Also in 6 Stunden. Klar, Pescard. Hat irgendwer Snacks oder so dabei? Ja, daran hätten wir denken sollen. Oh Mann, und wie lang jetzt noch? Etwa 6 Stunden, immer noch. Oh, fuck. Du hast noch nicht das volle Potenzial deines Zeitreisearschs ausgeschöpft. Ha. Wenn du deine Fürze verstärkst, könntest du vielleicht die Zeit beschleunigen. Oha. Siehst du den Lüfter da drüben? Direkt hinter dir, da beim Tor. Links, kaum zu übersehen. Wenn du in den Lüfter furzt, wird die Oszillation das Gas durch das Expansionsventil leiten, sodass es sich in der Kondensatorspirale mit dem unter Druck stehenden Kühlmittel verbindet. Denk nicht drüber nach, ist egal. Furz einfach in den Lüfter. Los, ich schalte ihn für dich an. Lass einfahren. Alles klar. Heilige Scheiße! Was ist denn jetzt passiert? Hier stinkt's nach Gammelfleisch. Ist wohl nah, Leute. Sind alle da? Hi, wir wollen die Führung machen. Ah ja, kommt rein. Das war scheiße. Na, Nossi wieder da. Hey, wo bleibst du denn? Ich mach bei mir 20 Uhr draus. Jo. Klingt auch ganz entspannt, Junge. Ah, junge Menschen, die sich für Gentechnik interessieren. Ja, gut, wunderbar, das kann kommt rein. Sein. Oh, hallo. Oh, noch mehr? Hallo, Sir! Ihr seid ein ganzer Haufen. Timmy! Gut, es freut mich sehr, dass ihr Racker euch für Gentechnik interessiert. Die Genetik begann mit einer einfachen Frage. Kann man einen Affen mit 4 Ärschen statt nur einem machen? Die Antwort ist ja. Jetzt können wir Schweinen, Pferden und allem, was ihr euch vorstellen könnt, mehr Ärsche verpassen. Ja, mein Junge. Und was bringt das? Oh, du bist ein Zyniker, hä? Huh? Ich führe euch einfach durchs Labor, dann seht ihr es selbst. Kommt schon, wir wollen doch nicht die Fütterung des vierärschigen Gorillas verpassen. Keine Sorge, das ist hier alles hochmodern, da kann gar nichts passieren. Hast du jemals Jurassic Park gesehen? Hast du die Einverständniserklärungen ausgefüllt?
gefallen. Die Fledermaus hat hier auch mehrere Esche. Es geht hier eigentlich immer nur... Wer immer die Experimente da oben finanziert, ist echt motiviert. Dieses Labor ist unkaputtbar, genau wie die Titanic. Dein Gesäßredundanzgen ist rezessiv. Das ergibt Sinn. Ist noch irgendwo was? Es gab hier noch nie einen Zwischenfall. Ich fühle mich absolut sicher. Toll, jetzt muss ich Fibres kaufen gehen. Kauf mal, Junge, kauf mal. Keine Sorge, das ist hier alles hoch. Lauf nicht zu weit weg, es ist nicht überall im Labor. Wie wär's damit? Ein Mann drin? Ganz ehrlich, einige der Testobjekte machen mir Angst. Gut, hier ist uns bei der nicht wirklich was. So, Abfahrt. Bitte nehmt Platz. Hat einer von euch mal Haarfleisch gezogen? Okay, ja. Los geht's. Das hier ist unser Gewächshaus. Genmanipulation kann helfen, größere Tomaten, Zwiebeln und Gurken anzubauen. Früchte und Gemüse mit mehr Erschen bedeuten mehr Nahrung für alle Menschen auf der Welt. Und wozu soll das gut sein? Ha, ihr Bibelfreaks seid alle gleich. Spielt nicht Gott, sonst krass. Okay, weiter ins zweite Stockwerk. Ein weiterer Vorteil ist natürlich die Möglichkeit, Tiere zu kreuzen. Wie diese Eselaffen, Hafenfische. Eichhörnchenaffen und mehr. Und sobald wir ihnen zusätzliche Ärsche verpasst haben, bringen wir die Wissenschaft voran. Wie fern soll das bitte der Wissenschaft dienen? Wie heißt du, mein Junge? Super Craig. Tja, Super Craig. Wenn wir wissen, wie wir Tiere verändern können, lässt sich das hoffentlich auf den Menschen übertragen. Meinst du, mehr Ärsche wären unmöglich? Es ist möglich. Weißt du, Genmanipulation geht nicht nur bei Tieren und Gemüse. Wir arbeiten daran, auch Menschen zu helfen. Hier seht ihr diverse Genmutationen meines toten Sohns. Die meisten Leute erinnern sich inzwischen nicht mehr an meinen kleinen Terrence. Ah, jetzt muss ich sagen. Ich habe mich immer gefragt, wo er hin ist. Terrence kam ums Leben, als ein paar Kinder mit einem Relikt gespielt haben, das Barbara Streisand gehört hat. Oh shit, ich dachte, das waren wir. Also, machen Sie das alles hier, um Ihren toten Sohn wieder zu beleben? Zurückholen? Natürlich nicht. Ich versuche, seiner Leiche mehr Asche zu verpassen, damit er endlich in Frieden ruhen kann. Und jetzt geht's weiter in den vierten Stock. Oh, fuck. Tja, da wären wir. Im Dachgeschoss und somit am Ende der Führung. Was ist das? Die? Ein fürchterlicher Fehler der Wissenschaft. Unser Gunner hat uns gebeten, einige der örtlichen Sechstklässler genetisch zu verändern, um sie stärker und verrückter zu machen. Okay, okay. Wieso zum Geier macht man sowas? Was meinst du? Wieso zum Geier züchten sie ja genmutierte Sechstklässler? Beruhige dich, Super Craig! Wie glaubst du, finanzieren wir das alles hier? Wir haben Spender. Unser Gönner hat uns gebeten, diese Armee aus mutierten Sechsklässlern zu schaffen, um seine Arschkatzen zu schützen. Was für modifizierte Katzen? Ah, gleich da drüben. Ein Wohltäter namens Mr. Connor hat eine beträchtliche Summe Geld gespendet, um Streunerkatzen mehr Arsche zu verpassen. In puncto Arschausstattung ist unser Unternehmen weltweit führend. Das Problem ist nur, dass Katzen sehr aggressiv werden, wenn man ihnen mehr Arsche verpasst. Sie sind dann äußerst tödlich. Und wieso lassen Sie dann Kinder hier rauf? Hey, kein Grund zur Sorge. Wir haben hier ein sehr ausgefeiltes Sicherheitssystem. Das ist ja noch nie passiert. Mist, das Sicherheitssystem wurde abgeschaltet. Sekunde, was? Hallo, Freedom Pals. Was soll das, Fettarsch? Ihr habt meinen kleinen Plan also durchschaut, Freedom Pals? Glaubt ihr, könnt mich aufhalten? Oh, hier ist jemand, der gerne Hallo sagen würde, Neuer. Los, sag mal. Jungs, ich bin's. Jetzt lass den Scheiß. Leute, lass mich nicht auf den Hurensohn ein. Hilf ein. Wir haben genug gehört, Kuhn. Du bist echt lästig, Wunderarsch. Aber mit Mitch Connor legt man sich nicht an. Scheiße, wo steckst du? Mr. Connor, wenn Sie das Sicherheitssystem abschalten, werden alle in diesem Labor sterben. Was? Sorry, Doc. Manchmal muss man für das Wohl der Allgemeinheit eben Opfer bringen. Adieu, Freedom Pals. Oh mein Gott!
Verbrechen gibt, ist Kolgal nicht weit. Tut mir leid, Kinder, aber wir werden wohl alle hier sterben. Oh nein. Das war nicht so gut. Auf die Fresse. Alter, Arthur, sie sehen sich. Ich bin zuversichtlich, dass das mit der Tür jetzt klappt. Ja, komm, mehr raus. So. Oh, hab wohl mehr Testobjekte freigelassen. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Shit, da kommt eine Katzenattacke! Hashtag ich da! Super geduckt! Bam, bam, bam! Das wird ganz bestimmt nicht sein Tag. Die Katzen sehen ja süß aus, sind sie aber nicht. Ah. Oh, Scheiße, tut das weh. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass meine Testobjekte einen Heißhunger auf Menschenfleisch entwickeln. Hey, das ist kein gewöhnliches Mädchen. Danke, sag ich mal. Miau. Mal nicht diesen Knopf gedrückt. Hm. Ich hol mal mein Werkzeug raus. Holzschlitzer! Ja. Bam! Ja, Mann. Das war ein guter Schachzug, ey. Muss einer von denen sein. Oh, kommt noch so ein Vieh. Oh, drei. Das war nicht gut. Hat hier jemand Callgirl gerufen? Halt still! Erstaunlich. Wir könnten sogar überleben. Ja. Yeah. Geiles Kombo. Ja, das fand ich bis jetzt ein Geist irgendwie. Human Kai, der immer noch einzeln selbst aufhielt. In der Hölle kommt nichts dem Zorn des Kai gleich. Und seine Attacke ist auch mal mega. Ja, Mann. Jetzt gibst du sie ihn richtig. Wow, hier unten lebt noch jemand? Alter Wichser. Hab heute zwei linke Hände. Wie geht das bloß? Ja. Das stimmt, glaube ich. Finger weg von meinem Korgal. Und los! Doppelschraube! Bam! Zeigen wir es den Scheiß-Trollen! Hier, ein echter Schocker! Was komme ich mir mies vor? Weggepimmelt, die Katze, ich bin Junge. Drin? Okay. Pew, pew. Zack. Erstaunlich. Ein paar Einäscher konnten Vielerscher besiegen. Das ergibt einfach keinen Sinn.
Dämlich. Erstaunlich. Meine armen Viecher, wir müssen aus dem Labor raus. Vielleicht. Vielleicht können wir durch die größeren Räume. Hier lang, Kinder. Okay, diesmal funktioniert's ganz sicher. Oh Mann! Die mutierten Sechstklässler sind entkommen. Das hätte auf keinen Fall passieren sollen. Ah, Schule ist kacke. Eltern sind doof. Ja, Erwachsene sind blöd. Oh, shit! Schon okay. In der Turbahn sind wir sicher. Oh, die Turbahn geht nicht mehr. Jemand muss zum Hauptprozessor und die Überbrückung aktivieren. Wo ist der Prozessor? Im dritten Stock. Oh, war blöd, den da zu platzieren, oder? Jemand muss also runter und den Schalter betätigen. 1, 2, 3, ich nicht. Ich nicht. Sorry, aber du bist die einzige logische Wahl dafür. Ja, eigentlich bist du schon an allem hier schuld. Ist das Assi? Ist das Assi? Bin ich der Einzige, der das alles hat kommen sehen? Liegt hier irgendwas Cooles rum? Lass uns mal. Schule ist so doof! Ah, Sechstklässler! Alter Junge. Ah, fuck. Okay. So geht das nicht. Boah, jetzt ist der Laptop runtergefahren, ey. Nur weil ich vergessen habe, das Kabel reinzustecken. Dumme Scheiße. Geht der Scheiß jetzt auch mal nochmal an? Immer so ein Stress hier. Ja, wie komme ich denn jetzt da durch? Oh, ey, das regt mich doch schon wieder auf hier. Geh doch an, du Scheißteil. Ach so, der... Ah ja, jetzt weiß ich. Okay. Du bist der Richtige für jeden Job. Bam. Nice! Obergeil. Die Treppe ist direkt hinter dieser Tür, aber die Tür lässt sich ohne Strom nicht öffnen. Der Sinn von Treppen ist doch, dass man keinen Strom braucht. Wenn der Generator da läuft, geht die Tür zur Treppe auf. Ah ja. Sorry, wo wohl nicht richtig drin? Oh, das hätten wir. Das ist scheiße. Bam! Oh, wow! Ciao!
Ach, ich muss es ziehen, okay. Hab's verstanden. Ah, ich weiß. Nein. Lass mal nachdenken wieder hier. So. Das ist ein Klack für Captain Diabetes. Ab ins Gesicht. Diabetes Schmetterschlag. Okay, bis später. Das Ding. Aha. Höre ich da etwa Diabetes? Ja, Mann. Zuckerschock im Anflug. Zuckerschock-Portion. Ja! Bis später. Der Finger voll. Ja, genau. Jetzt geht zur Treppe und dann runter in den dritten Stock. Alles klar. Alter. Geht's ja voll ab, ey. Okay, jetzt an meinem toten Sohn vorbei. Weiter nach Westen. Alter Junge. Oh, hier gibt's Viertklässler. Scheiße. Komm her, Penner. Hey Jasper, komm her, Alter! Hier gibt's Titten zu sehen, Mann! Titten? Ich will auch Titten sehen! Wo? Das ist scheiße. Hier geht's ja richtig ab, Junge. Hauptsache, das sieht so aus, wenn es ein richtig mega Fight ist, ne? Hin. Scheiße. Scheiße, ey. Das ist so dämlich, ey. Chat, hab, was du brauchst. Geht doch. Ja, Mann. Oh,
Mann, jetzt steckst du ganz schön in der Klemme. Ja, ja. Oh, wow. Das schaffst du schon, ansonsten verrecken wir alle. Schnapp den Viertklässler! Nein! Er hat mich zuerst getroffen, ey. Wie dumm ist das denn? Oh Mann, die armen Tiere mit ihren extra Ärschen. Ne, ich hab Vorteil. Los geht's, Neuer! Bam, Junge! Oh! Hey! Die waren bei der Führung aber nicht dabei! Bam! Noch einmal! Noch einmal! Magst du das, Viertklässler? Gibt's in der Mittelschule noch viel mehr davon. Nichts zu danken. Komm her, Viertklässler. Ich mache gerade eine Menge durch und dich hauen zu wollen, gehört dazu. Kotzt sich aus, Junge. Stopp, Viertklässler! Sieh dir das an! Du glaubst, du bist tougher als ich? Bist du aber nicht! Laut Wetterbericht hagelt Schläge! Cool! Troll im eigenen Saft geschmort! Los, Mundarsch! Du haust dir voll auf die Kacke! Euch zu verkloppen hat wenigstens therapeutische Wirkung. Alter, alles okay, Wendy? Ja, Stan, danke. Feuer frei! Bam! Scheiße. Ich fühle das Klo unter Flüchtlingslauf. Gezupft! Ich kann jederzeit ein paar Internetkonten hochjagen. Da, jetzt geht's los. Gute kommt von oben! Heilung! Zack. Wieder dabei! Oh, Scheiße! Scheiße! Ob Freedom Pearl oder Coon Friend, ich finde dich cool. Meine Bohrer sind bereit für diese, was auch immer. Zurück! Ah, ihr Viertklässler haltet euch für schlau, weil ihr zur Schule geht. Schule ist so blau. Schule ist was für Homos. Nimm das, Viertklässler.
alles dran, ihr Hater! Hier den Abriss bestellt. Zurück! Bam! Hacke, verdammt! Für viel. Die blauen Ärschen, ey. Oh, oh yeah. Nicht da überhaupt. Ah. Okay. Leuer, Gott sei Dank. Der Karl ist total verrückt geworden. Cartman, du blödes Arschloch. Was machst du da? Connor hat mich hergebracht. Dieser miese... Oh, Fresse, Kuhn. Bald wird diese Stadt dich und die Kuhn-Freunde los sein. Wir sind die Freedom Pals, du Spast. Wir wissen, was du vorhast, Eric. Du treibst die ganze Stadt mit Katzenurin in den Wahnsinn. Wir wollen wissen, warum. Ja, wieso, du Krankes? Ist das nicht offensichtlich, Kuhn? Diese Stadt ist krank. Das wissen wir beide. Nur einmal im Jahr ist die Stadt, wie sie sein sollte. An Weihnachten. Deshalb habe ich die Handelskammer benutzt, um meinen Plan zu verwirklichen. Die Verbrechensrate hochtreiben, als Bürgermeister kandidieren, einen Haufen Follower kriegen, Mutantenwunder, Arschklonen, Wahl gewinnen. Jeden Tag Weihnachten. Ziemlich geiler Plan, oder? Alter, schnell! Mach ein Selfie! Und Super Craig, ziemlich cooler Plan, oder? Schade, dass keiner erfährt, wie perfekt mein Plan aufgegangen ist. Alter, diesmal bist du echt zu weit gegangen. Damit wirst du nicht durchkommen. Ach nein? Ich hab Wunderarsch-Follower. Jeder einzelne von ihnen folgt jetzt mir. Ach, ziemlich genial. Eric, ich weiß, dass jeden Tag Weihnachten toll klingt. Aber das wird es nicht sein. Halt's Maul, Dr. Timothy. Und jetzt entschuldigt mich. Ich muss eine Wahl gewinnen. Nein, nein. So eine Kacke. Das war's wohl mit dem Hauptprozessor. Mist. Wieso habe ich den nur auf eine Falltür gebaut? Wieso denn auch nicht? Ich fürchte, einer von euch muss sich zum Erdgeschoss durchkämpfen und von da das Turmmobil rufen. Okay, na gut. Also beeil dich ein bisschen, Wunderarsch. Ja, hör auf, Zeit zu verschwenden. Immer ich, ey. Aber hier, bevor wir weitermachen, ich will mal ein anderes Kostüm tragen, ey. Versteht ihr das? Nee, das würde ich, könnte ich jetzt nicht tragen. Ich kämpfe ja gegen Mitch Connell.
Keine Sorge, Mosquito. Wir sterben hier drin schon nicht. Wir kommen hier raus. Sie schalten diese Turbahn wieder ein, oder? Apart. Der Richtige für jeden Job. Bam, Junge. Geschafft. So gesehen. So, jetzt. Dann mal los! Ha! Ha! Wir haben's geschafft! Easy. Tipp, tipp. 19:05, ey. Diabetes zu haben. Ja, und hier kriegst du ihn. Und los geht's! Okay, tschüss. Hau rein, Junge. Ja. Oh, anscheinend sind die ganzen mutierten Tiere ausgebrochen. Ups. Voll. War nirgendwo was, ne? Hey, buddy, thank you.
Oh yeah. Schließmuskelplex, Junge. Super geil. Bin schon ein heftiger Typ jetzt. Ist das scheiße. Das sind mutierte Sechstklässler. Und sie sehen hungrig aus. Lasst euch nicht fressen. Nein. Pass auf die Gitter auf. Ich habe sie so gestaltet, dass sie abnehmbar sind, falls was von unten angreifen will. Oh, ist das dumm. Ja. Ihr Viertklässler, haltet euch für schlau, weil ihr in die Schule geht. Arr, Schule ist doof. Bam. Mit dem Kacke. Callgirl macht jetzt einen Hausbesuch. Du wirst mich hassen. Fühlt den Zorn von Humankind. Keine Sorge, ich kümmere mich um. Bam. Die Wände so zu isolieren, dass keine Schreie mehr nach draußen dringen können, war nicht billig. Oh, nimm das, Viertklässler. Du kriegst das hin. Sie platt. Und los geht's. Jetzt bin ich aber mal dran, Leute. Aufpassen, der ist auf der Jagd. Au, so läuft das in der sechsten, kleiner Pisser. Du bist dran, Neuer. Dann mal los. Hier ist Callgirl gefragt. Ich finde das Signal. Bam. Wuhu, ein Herrscher, yeah! Ich will spielen mit euch vier Klettern, die Herrscher. Ist das bescheuert. Soll das etwa wehtun, Viertklässler?
Feuerzeug ist bereit. Du bist tot! Für meine Hobbys. Ja. Echt angriffslustig für Vierklässler abschauen. Bam. Das ist dein Werk, Neues, oder? Schluck das, Vierklässler. Alter, was? Blöder, ein Arsch in der Blödarsch. Was ein Arsch, ein blöder Arsch. Oh, ich könnte ein Pflaster brauchen. Oder 10. So, meine stehen ja. Komm her, du Knirps. Sehr schön. Woo, Flashmob. Geil. Ich poliere euch die blöden Viertklässlerfressen. Ah, hier steht. Ich mach das. Aber geil. Los, Wunderarsch. Steh ich auf so einen Scheißplatz? Ne? Startklar! Scheiß drauf. Jetzt bin ich sauer! Dann sei doch sauer. Vorsicht, Akrodax! Au! Du hast gezuckt! Weiß Au. Jemand, wie man Blut aus Nylon rauskriegt? Ich mach euch Penner fertig! Huch. Hat hier jemand ein Kröldoll gerufen? Der Wind der Gerechtigkeit! Hau sie weg, Neuer! Komm her, du Knirps! Das nenne ich eine Ansage! Lass mir keiner an mein Werkzeug gehen! Todesschrauber! Ha! Bam, Junge! Oh, pass auf, das sieht nicht gut aus! Okay, wer spürt als nächstes meinen Zorn? Oh, meine Rache wird so finster wie Steve Jobs' Pulli. Hure. Ich hab zurzeit einen Haufen Stress, den werde ich jetzt an dir abbauen. Du brauchst Nachhilfe, Viertklässler. Du kannst Pause Maul kriegen. Ich hasse Schule. Oh mein Gott, yeah. Das geht bestimmt super schnell viral. Ja, yeah, Mann. Kein Power! So, das letzte. Gewonnen, Junge! Wäre es doch gewesen, wenn jetzt noch eine Überlegung hätte. Tschüssi, danke. Warte mal, du bist's! Schatz, ich bin's! Daddy! Hey, moin. Erwarte organische DNA-Probe.
Die wollen deiner Mutter und mir DNA entnehmen. Du musst mich hier rausholen. Der Computer, der wartet auf eine DNA-Probe deiner Mom. Schnell, sie ist im Nebenzimmer. Verschaff dir Moms DNA und bring sie her. Beeil dich! Das ist Bescheid. Ich will auch meinen Arsch da reinhalten. Na ja, egal. Oh nein, deine Eltern, ja. Oh mein Gott. So, Bitch. Oh, auf einmal waren überall Sechsklässler. Sie haben mir die Beine gebrochen, Schatz. Mami kann nicht laufen. Du musst Hilfe holen. Hör zu, Schatz. Sie wollen deinem Vater den Kopf abschneiden, um an seine DNA zu kommen. Es tut mir leid, Schatz, aber du musst die Sache zu Ende bringen. Du kommst hier nur raus, wenn du deinen Daddy tötest. Das habe ich gehört. Was ist denn bei dir schief? Kann ich nicht einmal mit meinem Kind reden, ohne von dir angekackt zu werden? Oh, jetzt bist du wieder das Opfer, ha? Als ob du nicht alles auseinandernehmen würdest, was ich sage. Okay, Mister, ich hab immer recht. Schnell, Schatz, schneid der dir den Kopf ab. Beeil dich. Ja. Muss ich das jetzt entscheiden? Hier? Mal hier. Was hat sie gesagt? Hat sie gesagt, dass wie immer alles meine Schuld ist? Ich wusste, dass sowas passiert. Deshalb habe ich deiner Mutter auch gesagt, dass sie ihre Fresse halten soll. Leute, Wichser! Ich habe gesagt, wenn jemand die Furzkräfte entdeckt, wird er versuchen, mit unserer DNA unser Kind zu klonen. Hast du überhaupt nicht. Okay, hör zu. Der Computer braucht nur einen von uns beiden für die DNA-Probe. Versuch, deine Mom hier rüber zu locken. Zwingen Sie nicht dazu, sich zwischen uns zu entscheiden. Das ist unfair. Ich stecke in dem scheiß Röhrending fest. Die haben mir die Beine gebrochen und mir fast den Arm abgerissen. Ich verblute vielleicht, wenn ich mich jetzt bewege. Ah, perfekt. Hol dir Mamis Arm. Das sollte reichen. Die DNA ist von einem Körperteil. Ja. Erwarte organische DNA-Probe. Eine folgenschwere Entscheidung, ja. Durch meine Mutter, die Alkoholikerin ist. Oder von ihnen, der drogenabhängig ist. Schwierige Entscheidung. Ach, scheiß drauf. Du bist weg. Schatz, nein! Damit bedient man den Laser. Hör auf! Du bringst Daddy noch um! Ja. Bitte! Deine Mom hat dich manipuliert. Sie ist das Problem. Töte sie! Ich war doch immer ein guter Vater. Das ist deine letzte Chance. Drück nicht auf den letzten Knopf. Okay. Schatz, du was musst deinem Vater den Kopf abschneiden. Autsch! Nein, bitte, Schatz. Ich habe schon so viel Blut verloren. Guck mal, ohne Arm kann man da auch noch leben, ey. Schaffst du schon. Ohne meinen Arm werde ich sterben. Bitte, töte Mami nicht. Schatz, Mami liebt dich.
kommen. Warte. Bevor du das tust, frag deine Mutter, was sie dir die ganze Zeit in dein Essen tut. Vertrau mir, frag sie, das musst du wissen. Stimmt, das macht sie in mein Essen. Die blöde Kuh. Ja. Okay. Warte. Ist das wegen der Medizin in deinem Essen? Es war nur, um dich zu schützen. Dein Dad wusste von den Nebenwirkungen. Frag ihn. Frag dein Dad mal nach den Nebenwirkungen. Gut, ich frag ihn. Hey, Dad. Was ist von den Nebenwirkungen? Hey, was machst du da? Hat dich diese Hure dazu angestiftet? Sie ist eine Schlange. Oh, Gott sei Dank. Ich wusste, du würdest deinem Paps nichts antun. Okay, jetzt bring deine Mutter um. Ich hab Angst. Leb wohl, Daddy. Oh Gott. Danke, Schatz. Oh nein, Schatz. Das haben wir doch besprochen. Nein, Schatz, nein. Du bringst Mom. Oh Gott sei Dank. Ich hab mir kurz Sorgen gemacht, Schatz. Okay, jetzt bring deinen Vater. Mensch, Junge, was denn nun, ey? Ach, scheiß drauf. Nein, du gibst mir so eine Medizin den Namen, du blöde Kuh. Nein, Schatz, nein. Gib mir den Namen jetzt. Du bringst Mami um. Nein, du bring ich nicht. Mich um. Du schaffst das schon. Oh Gott, dass du... Gib doch mal her, der Teil. War doch gar nicht so schlimm. Du hast das Richtige getan, Schatz. Jetzt geh, Shady, ist wirklich stolz auf dich. Wo muss ich das Ding hinsetzen? Organische DNA-Probe akzeptiert. Ja. Let's go. Mami, ich hab das schon. Wie stark. Holt mich hier raus! Hilfe! Hey, du bist der dumme Viertklässler! Hol mich raus! Du sollst mich hier rausholen, Penner! Die verpassen mir mehr Ärsche! Wenn ich dir was sage, machst du das auch, Viertklässler! Was sollte das denn? Jetzt hab ich noch einen Arsch. Scheiße. Nee, noch einen Arsch. Und noch einen Arsch. Stopp! Ich will keine Ärsche mehr. Die Mädels wollen mich sonst nicht mehr. Die Mädels wollen dich vor sowieso nicht. Gar nicht so schwer, oder? Wieso hat das so lange gedauert? Hast du Blödsinn gemacht? Okay, Freedom Pals. Wir müssen in die Stadt und allen erzählen, was Cartman vorhat. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Ihr seid so weit gekommen, nur um zu sterben, Kuhn and Friends. Freedom Pals! Kuhn and Friends. Freedom Pals! Kuhn and Friends. Vorsicht! Er hat so eine Art Superwaffe. Es ist vorbei, Fettarsch. Wir hängen dich sowas von hin. Ja, genau, Connor. Du krankes Stück. Halt die Klappe, Kuhn. Wir brauchen einander, kapiert? Ich sorge für Verbrechen und du bekämpfst es. Das Franchise braucht mich. Oh, scheiße, jetzt kapier ich's. Dann tauchte der Neue auf und wollte mir das Handwerk legen. Da musste ich mir also meinen eigenen Neuen bauen. Was hast du getan, Eric? Frage. Wie besiegt man einen Kuhnfreund? Indem man aus seiner DNA einen genetisch veränderten Kuhnfreund erschafft. Oh Mann, das ist ja voll klischeehaft. Was meinst du, Kuhn? Du willst ernsthaft einen Superhelden mit einem Mutantenklon aus seiner DNA besiegen? Das passiert in jedem zweiten Superheldenfilm. Ja, weil's cool ist. Es ist nicht cool. Doch, denn das ist der ultimative Gegner. Ach, halt die Klappe. Wie auch immer, ich habe leider die DNA vom Wunderarsch nicht. Deshalb musste ich einen anderen Superhelden klonen. Welchen Superhelden? Oh
Gott, was da? Scheiße. Ach du Scheiße. Ah, jetzt geht's los. Ich bin eine grauenhafte Genmutation. Keine Sorge, wir kriegen das wieder hin. Nein, die zelluläre Umstrukturierung hat mein Hirn beeinflusst. Und wenn ich euch nicht angreife, kriege ich Migräne. Macht euch bereit, Schwächlinge. Ja, ich bleib mal bei der Kombi. Oh yeah. Ganz ruhig, Cousin. Alles wird gut. Sorry, Kyle. Ich bin voller Mutantenwut und muss euch platt machen. Halt, wartet mal kurz. Gibt es ein Problem, Doktor? Ah, okay. Ich will doch auch zuschauen, wenn ein genmutierter Superheld seine winzigen Gegner einen nach dem anderen zu roter Pampe zerstampft. Ignoriert mich. Alter, was? Nein. Ach, der Kyle wird's geben. Hätte ich schon vormachen können, ne? Jetzt lohnt es nicht. Mach sie fertig, Saftsack! Warte, bam, ich nicht in die Augen. Die Brille wurde mir verschrieben und es dauert ewig, eine neue zu kriegen. Laserbohrer! Bam, Junge! Ich übernehme das, Leute. Brutal! Bam! Ich hab diesen Zeh, da ist letztens eine Blase geplatzt und er hat sich entzündet. Die Arbeit! Du bist fällig! Ja, die gehören meinem Dad, ich brauche sie also zurück! Der sieht euch nicht unfair! Ah, gut, viel besser! Juhu! Alles klar, Neues? Alter Junge! Girl zieht ins Gefecht. Gedoxt. Gedoxt. Das juckt mich doch überhaupt nicht. Nein. Lederangriff. Ah. Das Ding schaffen wir nicht. Wir müssen durchhalten, bis es Tag wird. Seine Haut verträgt das Sonnenlicht nicht. Wie sollen wir bis morgen früh durchhalten? Keine Ahnung, aber wir müssen es versuchen. Okay, kann weitergehen. Brille ist wieder sauber. Ein frischer Wind zieht auf.
Hey, du solltest jetzt den Furz einsetzen, bei dem sich die Erde um 180 Grad dreht. Ja, das wäre nicht schlecht, ey. Bedeckt eure Augen, Heiden! Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Ich hoffe, die Creme reicht. Ich habe nur noch 10 Ersatztuben. Aber hätte ich, glaube ich, gar nicht den Dings Macaroni stehen. Faszinierend. Oh. Jetzt ist der Ventilator kaputt. Wie schmeckt dir das? Ja! Wird wohl Zeit für eine Tetanusspritze. Call Girl ist kein Passwort zu komplex. Ich könnte das glatt liken. Bereit zum Abflug. Okay, alles gut. Ich bringe euch jetzt weiter um, okay? Du hast ihn weggeblasen. Wow, hier unten lebt noch jemand? Keine Sorge, das poste ich nicht. Boah. Kann ich ihn nicht boxen? Alter, Arthur, sie ziehen sich nicht älter aus. Nimm das! Schöner Multischuss, Toolchat! Das tut mir sehr leid! Au! Alle bereit für einen Flashmob? Ich bin's! Ja, Mann. Entschuldigung. Oh yeah, Baby. Au, das sieht schmerzhaft aus, Neus. Mit meiner Nase stimmt was nicht. Oh yeah. Halte durch! Danke! Okay, nutze deine phänomenale Flatte. Du lenkst, um es wieder... Acht werden zu lassen. Gründlich, aber nicht gründlich genug! Jetzt werden Schurken genagelt. Ich glaube, ihr solltet ihn jetzt angreifen. Hab ich vor, Junge. Und deswegen trägt man immer... Wirklich, Alter. Callgirl hat eine Nummer. Ja! Sag Cheese. Folge mir auf Instagram, sonst mache ich das gleich nochmal. Alles klar, ey. Ich bin drin. Okay. Okay, passt. Kann weitergehen. Lass Wunderasch in Ruhe, du Versager. Meine Nase ist ein wenig gereift.
Oh je! Bam! Den Troll hast du's gezeigt! Nein! Die fette Ausrüstung auszupacken. Vielleicht könnten wir alle zusammen essen gehen, nachdem ich aus euch Hackfleisch gemacht habe. Hackfleisch. Kacke! Oh, ich hab Nasenbluten. Es wird schlimmer. Ich glaube, ich muss noch mal so ein Macaroni. Jetzt nix. Ach, hier Kampf. Classic kommt, Junge. Du bist tot. Ich hoffe, du hattest trotzdem den Spaß. Nein. Oh, oh. Echt jetzt? Mit meiner Nase stimmt was nicht. Das war dann nicht der Schloss. Oh je. Sorry, Leute. Viele wichtige Faktoren. So viele Möglichkeiten. Das würde alles nicht wirklich was bringen. Mal sehen. Luftdruck bei 1014, leichter Aufwind. Ich nutze erstmal das Schild hier. Hier, bitte! Ja. Danke, Weise. Ja, es ist eine echte Zwickmühle hier, weil wir auch am letzten Ende hier stehen. Vielleicht wäre Spray jetzt praktischer, aber dem traue ich einfach nicht. Mit jeder Runde dringen wir ein bisschen tiefer, wie ein Bohrer. Ja, Mann. Bam, Junge. GG, Leute. Alles klar. Ich hau alles raus.
was kommt da für ein Schiss raus, Junge? Scheiße! Oh Gott! Oh Gott, Junge! Scheiße! Wie lange muss ich noch halten? Okay. Ja. Ach so. Okay. Oh Gott, Junge! Unglaublich. Ich dachte immer, es kommt auf die Anzahl der Ärsche an. Dabei sind die inneren Werte des Arsches wichtiger. Immer. Tumorkill. Was? Scheiße, Alter. Was ich mit meinem Arsch alles so kann, ey. Oh, oh, ich glaube, ich habe mir einen Muskel gezerrt. Dann sollte ich wohl lieber nicht mehr mitspielen. Oh. Hundearsch, alles okay? Der letzte Furz hat ihn vielleicht umgebracht. Alter, das war ziemlich krass. Ich habe noch nie so eine Dröhnung gehört. Tja, ich hoffe, die Führung hat euch gefallen. Vielleicht wisst ihr jetzt mehr zu schätzen, was uns Genmanipulation alles ermöglicht. Ihr könnt jetzt gehen. Einfach durch den Souvenirladen da. Souvenirladen? Schaut euch einfach ein bisschen um, bevor ihr nach Hause geht. Vielleicht habt ihr Interesse an einem Ich-habe-Gen-Mutanten-Überlebt-T-Shirt. Oder ein Foto für 13 Dollar. Jede Menge Andenken, Alter, an den Ausflug. Lasst uns hier abhauen. Was für ein Bullshit. Ist das scheiße. Wir müssen Kabel verpfeifen. Und dann wen? Weiß nicht, wie spät ist es? Es ist... Oh, scheiße! Oh nein! Was ist mit Tyrion? Und der Arsch hat so heftig gefurzt, dass es nächste Woche ist. Was? Schaut auf eure Handys, es ist 10 Tage später! Oh toll, Wunderarsch hat uns eine Woche vorgefurzt. Scheiße, wir sind am Arsch! Na, großartig. Captain wird heute als Bürgermeister vereidigt und das ist nur die Schuld von Wunderarsch. Los, Leute, wir müssen ihn aufhalten. Ja, tut mir nicht schuld. Hier ist Tyrion. Ich bin jetzt im Rathaus. Das müsst ihr unbedingt sehen. Ach, schön. Schön kacke, ey. Oh. Oh. Kann ich hier nochmal rein? Ja. Erinnerst du, als der fette Zauberer den Stab in den Teich geworfen hat? Oh, ich erinnere. Ja, ich erinnere das. Erinnerst du, als Randy Marsh eine Abtreibung hatte? Aber klar erinnere ich. So, ich werde dann nochmal hoch. Was sagt die Uhrzeit? Ich glaube, ich mache gleich auch aus. Mache jetzt höchstens noch eine kleine Nebenmission, wenn da was ist. Sehr schön. Mutter Natur kann wunderbar sein und grausam. Ja. Oh ja, Erinnerungsbilder. Ja. Juhu! Voller Erfolg. Kann ich hier auch durch den ganzen Laden durchgehen? Ja. Nee, doch nicht. Ich kann nur hier vorne. Okay, dann ist es so. Pinguin mit Ärschen auf dem Rücken, ey. Überall nur Ärsche. Ärsche, Ärsche, Ärsche. Habe ich. Ne?
nicht allzu viel eigentlich. Ist hier auch noch Nebenmission? Eigentlich nicht wirklich viel. Bin ganz schön durch von der Arbeit heute. Einfach nur noch entspannen. Das steht so an. Dein, ich weiß nicht, du wolltest ja auch streamen, glaube ich, ne? Oh, we, oh, wa. Beug dich vor der Macht von T-Mobile, Unwürdiger! Halt's Maul, Junge! Was geht, Mann? Was geht? Aber 2,5 Stunden gestreamt, das ist auch was Feines. Für einen Dienstag. Morgen bin ich nicht am Start. Vielleicht schmeiße ich Donnerstag nochmal einen Stream an. Vielleicht. Uah. Eventuell. Das war ja mein Haus, ne? Das rote. Nee. Achso. Ah. Ah ja. War hier noch irgendwas? Guck mal. Komm her, Jun. Toolshed ist da! Geiles Ding! Was ist das denn? Ah ja. Was ist das für ein Plan? Das ist Hitzhauspark, ja. Hä, mein Haus hat kein Blümchen bekommen? Was ist das für ein Scheiß, ey? Muschi-Scheiße. Verhafte mich nicht, ich bin unschuldig. Ah! Machen wir ein Selfie? Haben wir noch keins? Doch. Ich hab doch hier schon von fast jeden. Erinnerst du Capri-Sonne? So, oh, schon. Das waren die besten. Ich erinnere. Ist die Bitch um? Ich kann mich nicht mit Leuten verlinken, die modisch nicht auf der Höhe sind. Sorry. Oh, einer meiner Star-Kunden. Wie so oft. Sieh dir die neue atemberaubende Ware an. Haianzug. Ja, ja. Gut. Dann werde ich mal hier raus. Huch. Ja, so ist das. Fast durchgezockt das Spiel. Du Paddel!
Verpiss dich, Junge. Boah, ja. Kann ich mit Ninja-Kung-Fu-Zeug und 6 Glässlern aufnehmen. Klar. Schön, mit dir zusammen zu arbeiten. Ja, Pisse. Gut, ich komme aus der Gegend raus. Alter, sie ziehen sich von selber aus. Oh, lass dich da von deinem Freund massieren. Kannst Wer hat hier den Abriss bestellt? Ich wette, nicht aus den Augen zu schießen, macht das Zielen schwerer. Lass Kolgal mal ran. Hier, ein echter Schocker. Oh je. Trial begins. Jetzt pass mal auf, Shitty Ninjas. Nein. Entschuldigung, ich muss in den Ballon pissen. Ich schlag dir von euch Ninjas eine Scheibe ab. Du bist voll am Ende. Dafür bist du mir echt was schuldig. Es liegt was in der Luft. Der Human Kite. Piu, piu. Kleiner Rückschlag. Endlich! Bam. Auf sie! Zurück! Ah. Guter Schuss, Dan! Da kommt Kolgal! Ja! Ja! Perfekt! Nicht bewegen! Ah. Tja, Technik ist eben nicht für jeden ein Segen. Ich mach ich fertig, Pussy! Mikroaggression! Schlag ihn! Ja! Nix mit Pissen. Ich kenn ein paar Ninja-Moves, schaut her! Oh Gott, was mampft ihr Sechstklässler? Stets bereit, hier kommt Geist! Danke, Kumpel! Und los! Zurück! Ah. Irgendwo ist immer ein Loot. Ich kann einen Flashmob herbeitweeten. Achtung! Aha! Hey, ja! Halt still! Halt erledigt! Zack! Erledigt! Bon, Junge. Wer ruft nach Chaos? Oh, hi, wie geht's, Neuer? Jetzt hab ich dich, Kleiner. Zack. Den Arsch. Wuppi. Ciao.
Noch ein Selfie? Okay! Haben wir denn schon eins? Wichtiger Schlüssel. War ich in diesem Haus noch gar nicht? Oha. Ja. Okidoki, bis später, Kuss. Bis später. Erstmal ein Abseilen. Easy. Meine Güte. Da brauchen wir ordentliche Fingertechnik, Junge. Soll ich die? Schön abgeschissen. Nach Chaos! Oh, hi, wie geht's, Neuer? Jetzt hab ich dich, Kleiner! Oh, wow! Ciao! Oh mein Gott. Macaroni, das ist schon mal sehr gut. Kann ich... Erinnerst du Captain Kirk im Wilden Westen? Aber es war alles nur eine Illusion? Klar erinnere ich. Erinnerst du, als Commander Riker mal ein totaler Frauenschwarm war? Ja, war nicht mein Typ, aber ich erinnere. Cornflakes. Lecker Schmecker.
Ach ja, so, nächstes Mal spielen wir das Spiel vielleicht dann schon zu Ende. Ja. Easy. Easy und abgeseilt. Wieso eichen die Ball noch gar nicht drinne? Lotus. Wo haben Sie? Ach so. Craig tut mir so leid. Hoffentlich vertragen er und Tweak sich bald wieder. Klar, immer. Ich garantiere dir unbegrenztes Volumen im D-Chat. Um Diabetes zu haben. Uah. Uah. Diabetes Schmetterschlag. Ja. Okay, bis später. Der Prophezeiung. Du hast nichts zu verlieren, Kunde, bis auf schlechte Empfangsqualität. Vergiss es, du Späßer. Machst du immer noch... Hau ab! Ich verweigere mich dem kapitalistischen Gesetz... Jetzt die heiligen Kerzen anzünden. Wow! 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 Was ist das hier? Sportunterricht? Wow! Wow! Heilige Scheiße, der Neue hat's geschafft! Wow, diese Truhe ist echt gothic. Mach sie auf! Ja, Mann, Junge. Alter. Echt jetzt? Das war alles? Das war antiklimaktisch. Scheiß Enttäuschung. Das Leben ist eine einzige Enttäuschung. Das machen wir nie wieder. Henrietta. Echt total gothic.
Hoffentlich kommt meine zynische Seite raus. Von 13. Ich finde immer wieder ein paar Bilder. Gut, dann soll es erstmal gewesen sein. Ich mach das. Oh, da kommt mein Lieblings-Superheld. Spaß. Du hast nichts zu verlieren, Kunde, bis auf schlechte Empfangsqualität. Yeah. Ja. 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 Dann werde ich mal mich hier zu der alten hier hinstellen. Und abspeichern. Führt aus Zukunft und Vergangenheit. So. Ja. Ja. Ich sehe gerade The Real Nossies am Start. Dann werden wir ihn auch mal raiden. Er zockt gerade das neue DLC von Destiny. Und dann unterstützen wir doch mal meinen Ehrenbruder hier. Da ist er doch. Raid Beginn. Und von meiner Seite reingekloppt. Ja, ihr wisst, was kommt. Und tüdelü. Bis zum nächsten Stream. Bis nächstes Mal South Park. Das nächste Mal spielen wir, denke ich mal, das durch. Hoffe ich. Und ja. Haut rein, Leute. Ring gekloppt.